Hallo übrigens draußen und willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal und dabei ist natürlich der Zitani. Hi. Ja moin Leute, was geht ab? Und wir connecten einfach direkt. Genau. Instant Bloody Beach ist wieder am Start. Und jo. Leute, es gibt was zu erzählen. Oh ja, aber es ist kein Home-Server, ist alles entspannt. Und zwar, wir haben ja bereits letzte Folge erwähnt, dass uns die Diamanten weggenommen wurden, die wir abgebaut haben. Und jetzt wurden uns noch mehr Diamanten abgenommen. Und zwar, beziehungsweise uns wurden die Weizenblöcke abgenommen. Warum? Es war ja, wie vermutet, dass es nicht ganz erlaubt ist. Allerdings haben wir ja so argumentiert. Oh, das war riskant hier, ne? Ja, das war sehr riskant. Auch mit den Fackeln da drin eigentlich. Oh. Sneaker? Wir haben so argumentiert, dass es nicht in den Regeln steht. Und in Regeln wurde zitiert, hochgradig asoziales Verhalten, bla bla bla. Ist zu unterlassen, beziehungsweise wenn man sich nicht sicher ist, soll man Projektleiter fragen. Wir haben einen nicht neutralen, also einen unneutralen, einen parteiischen Projektleiter, der natürlich, ich sag mal, wenn es grenzwertig ist, vermutlich eher so entscheidet, dass es für sein Team auch gut ist. Dementsprechend haben wir sowas nicht nachgefragt, ob wir diese Blöcke mitnehmen dürfen, weil in meinen Augen ist es, sorry, wenn ich das so sage, nicht ganz schlau, wenn in einem Projekt es um Weizen geht, am Spawn Weizenblöcke stehen zu haben. Weil nirgends wurde explizit erläutert, dass am Spawn nichts gebaut werden darf und auch nichts abgebaut werden darf. Also warum ist das nicht erlaubt? Bei Bloody Beach gab es keinen richtigen Spawnpunkt beim ersten Bloody Beach. Und da wurde auch um diesen Villager herum alles Mögliche gebaut, als Beispiel. Also für mich ist das eine logische Schlussfolgerung, dass wir einfach dann auch da abbauen dürfen. Es ist was anderes, wenn wir da Diamanten, sag ich schon, wenn wir Lava setzen würden. Das ist natürlich dann wieder was Asoziales, weil da drin jemand spawnt. Aber das ist ja ein ganz anderer Sachverhalt. Und wir wurden jetzt angeschrieben von wegen, wurden entwertet, entwertet. Die Weizenblöcke wurden uns weggenommen und gleichzeitig haben wir eine Verwarnung bekommen. Beim nächsten Mal sind wir raus, was ich ziemlich amüsant eigentlich finde. Also, sorry, bei bestem Willen. Wir haben mit den Diamanten nichts angestellt. Also, wir hatten sie sogar noch im Inventar. Also, ganz im Ernst. Man kann sich auch ein bisschen sehr aufregen. So mal irgendwie nicht mal irgendjemand anders was dazu gesagt hat. Nur der Projektleiter. Vielleicht sage ich da auch noch ein paar Worte zu. Also, ich hatte die Nachricht als erstes gesehen. Ich habe auch noch ein bisschen mit dem Projektleiter aka DomsePlay geschrieben. Link übrigens auch in der Videobeschreibung von allen Teilnehmern immer. Also, es wurde dann halt argumentiert, wir mussten halt so ein Quiz ausfüllen, das kann man ja auch schon sagen, wo wir halt quasi so sagen, hey, jo, wir halten uns an die vorgegebenen Regeln. Die wurden damit halt so ein bisschen überprüft. So, und eine Frage war, ich handle irgendwie nicht oder so, wie war denn das genau, der Wortlaut? Ja, von wegen, dass man halt kein asoziales Verhalten an den Tag legen sollte. Ja, genau. Zum Beispiel irgendwie Leute extra irgendwie beim Metaportal oder so Lava setzen, dass Leute eine Falle bauen, dass da Leute halt dadurch direkt sterben, ohne dass sie was machen können. Genau, und das beziehe ich genau darauf, was du gerade gesagt hast, auf irgendwelche Fallen oder sowas und nicht darauf, irgendwelche Rohstoffe mitzunehmen. Also, ohne Witz, das mit den Diamanten, dass uns die Diamanten mit der Diamond Ore aberkannt worden sind, gar kein Problem, das stand vorher drin, dass keine Diamanten spawnen sollten, dann kann ich es auch verstehen. Mich hat es nur gewundert da, das konnte ich noch verstehen, aber das mit den Weizen konnte ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Weil für mich macht das so den Eindruck, dass man jetzt nachträglich irgendwie die Regeln etwas sich zurechtschneiden möchte und das dann quasi so darauf bezieht, ja, ihr habt doch gesagt, ihr macht nichts Asoziales. Aber was ist asozial? Ja, was ist asozial? Erstens das und das kann man halt auf alles beziehen. Jeder definiert das anders. Also für mich ist das nicht asozial, einen Weizenblock mitzunehmen. Und wir wussten nicht in diesem Moment, haben jetzt noch andere Leute da Weizenblöcke mitgenommen. Ja. Das wussten wir ja nicht. Das war ja das Riesenproblem. Und dann hat Domse argumentiert, ihr hättet da nachfragen müssen. Also bitte. Ich frage nicht.
ich frage ab jetzt, Achtung ist einer gehört. Ja. Ich frage jetzt nach, ob ich nach rechts laufen darf, weil das könnte ja auch asozial sein, weil rechts ist nicht gut, wenn man rechts ist. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Wir wollen jetzt auch nicht uns hier irgendwie ausheulen oder so. Wir wollten das halt nur mal klarstellen, dass wir das nicht ganz korrekt finden. Und ja. Vor allen Dingen eine Verwarnung auszusprechen, beziehungsweise quasi eine Abmahnung. Das ist ja eigentlich beim nächsten Mal super raus. Das ist ja, naja, okay. Ne? Ja, lassen wir das. Wenn man es möchte. So, wir brauchen auf jeden Fall, was brauchen wir jetzt eigentlich? Diamanten, ne? Wir brauchen auf jeden Fall jetzt das unsere Farm. Jetzt brauchen wir ziemlich viele Diamanten, das wird so wieder dauern, weil jetzt haben wir ja noch gar nichts. Ah, guck mal, jetzt sind hier welche auf dem Server. Ja. Warum schreiben die denn was? So ja, verstehe ich auch nicht. S-Punkt, die wollen, dass wir antworten, aber wir antworten nicht. Weil dann wird man entsneakt. Ich bin gerade am Ofen, ich bin entsneakt, aber okay. Ja, immer mal so ein bisschen nach oben gucken, aber ich gehe mal jetzt stark davon aus, dass hier keiner ist direkt. Also die Map ist ja relativ groß. Die ist ziemlich groß, ja. Ja, mit drei Inseln. Läuft auf jeden Fall. Also wir brauchen auf jeden Fall jetzt als erstes Weizen, damit wir halt dringend die Dias tauschen können. Weil ich glaube, wir sind richtig hart im Rückstand. Vor allem, weil wir noch 80 Minuten übrigens Aufnahmezeit haben. So in etwa, ich weiß nicht, 140 Minuten haben wir im Monat, in der Woche, ne? Ja, das ist schon relativ viel auf jeden Fall. Ja, und wir haben jetzt 2x45 aufgenommen. Ja, nicht 18 Stunden haben wir dann knapp noch, ne? Genau. 15 Minuten so in etwa. Ja, wir brauchen auf jeden Fall hier noch, müssen wir noch ein bisschen, ich sag mal, unsere Räume erweitern, damit wir hier größere Felder hinbauen können. Ja, ja. Weil Felder sind die halbe Miete. So sieht's aus. Aber das Ding ist, weil wir so weit außerhalb der Map sind, wann kommt die Border, ne? Ja, nee, es wächst aber auch nichts. Weil wenn Leute nicht in der Nähe sind, dann wächst es ja nicht. Mhm. Und, weil ich glaube, beim letzten Bloody Beach war es teilweise wirklich so, dass wir auf den Server gekommen sind, konnten ernten. Stimmt. Und das ist hier leider nicht ganz so der Fall, aber... Ja gut, dafür sind wir relativ sicher, also... Ja. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Genau, genau. So. Kannst du mir noch eine Spitzhacke mitnehmen? Ich kann mir noch eine craften, natürlich. Warum loggen die sich denn immer ein und aus? Das verstehe ich nicht. Ach, um zu ernten? Das kann natürlich sein. Das ist natürlich eine Taktik, ne? Aber da musst du ja... Ah, das finde ich aber nicht cool. Vor allen Dingen ist es Aufnahmepflicht, das heißt, sie müssen dann... Oh, das ist ja richtig scheiße eigentlich. Ja. Ja, mein Spitzhacke ist rot. Bring dir eine mit. Also das finde ich echt... Ja. Weiß ich nicht. Hier. Danke. So. Muss jeder für sich wissen. Ja, es wäre eventuell tatsächlich irgendwie zum späteren Zeitpunkt, aber... Effektiv ist es auf jeden Fall. Aber es ist halt auch kacke zum Zusehen, wenn du immer erntest. Aus- und eingelogge und nichts passiert quasi so am Stück. Gut, was passiert bei uns am Stück? Wir bauen abbauen. Stück Blöcke ab. Ja. Naja. Oh, ich gehe gleich mal hoch und hole auf jeden Fall noch richtig viel Erde. Genau. Erde kann man immer gut gebrauchen. Ja, zumal uns die Erde, glaube ich, langsam ausgeht. Jo, wir hatten auch gar nicht so viel Erde mitgenommen, also ich... Ja, wir können das ja theoretisch machen, wir heben einfach Räume aus, dann geht einer hoch, baut Erde ab, packt die dann immer wieder ins Backpack. Ja, und Seeds, haben wir genügend Seeds noch? Mal gucken. Seeds waren, glaube ich, etwas grenzwertig. Okay. Oh, das mit dem Projektleiter. Ja, das ist gut jetzt, ist auf, gut. Alter, ohne Witz. Also sowas, ich kann es einfach nicht... Ich kann's nicht wenn man... Das ist halt einfach keine Gerechtigkeit, so finde ich. Ja. Also irgendwie ist das komisch. Und dann kann man auch... Also ich finde, er hat dann auch gesagt, dass er die betreffenden 2 Minuten sich angeguckt hat. Ja, kann man jetzt auch so argumentieren, hätte er uns vorher fragen sollen, ob wir da irgendwas Wichtiges sagen. Genau, eben. Mensch. Steht ja auch in den Regeln. Hätten wir jetzt auch machen, aber so kindergartenmäßig sind wir gar nicht. Ja, ohne gut, Sinn. Ich schon. Okay. Ja, ich mache jetzt mal so ein bisschen Kohle. Kohle sag ich schon, Fackeln.
Naja. Ja, ist schon so ein bisschen. Ich werde nach der Folge einmal ganz kurz eine Aufnahmepause machen. Also wir nehmen jetzt mal nicht am Stück auf, weil ich muss mir unbedingt was zu trinken und ich kriege so einen kratzigen Hals. Jo, alles klar. Ich weiß auch gar nicht, wie lange sind wir schon gerade dran. Warte, ich kann das gerade. Sind 10 Minuten, bedeutet, wir machen auf jeden Fall jetzt noch 5 Minuten. Ja, alles dann klar. Läuft das. Wunderbar. Vielleicht ist das auch ganz gut so. Denn dann, oder nee, ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht wächst es ja dann noch irgendwie. Eigentlich ja nicht, aber hey. Ja. Nur wenn einer drauf ist, ne? Ja, ach, passt schon. Ah, wir brauchen auch, oder Bone Meal, das wäre natürlich geil. Ich habe noch 40 Bone Meal allerdings. Ich weiß nicht, ob Bone Meal wirklich so effektiv ist. Drei, also, ja klar. Ja, natürlich ist es effektiv, ja, aber man kriegt so selten Bone Meal. Oh, ja, so das selten, stimmt. Man ist sich eigentlich selten bringt. Aber warum wechseln das in der Mitte so langsam? Es lohnt jetzt zum Beispiel nicht, auf Bone Meal zu farmen extra. Nee, das nicht. Also wenn man es hat, kann man es nutzen, so ist. Ja. So sieht's aus. Perfekt. Mach ich eben mal hier einmal zack, 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 zack. Ach so, ja. So. Aber die Sounds sind geil. Ja. Neue Sounds. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Oh, mein Inf ist voll. Ich hoffe, jetzt kommt nach da hinten auch noch Wasser. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich hau auch mal ein paar Stones in den Ofen, damit wir halt die guten Stones kriegen. Guten? Ja. Achso, mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass ich doch bitte das Texture Pack vom ersten Bloody Beach nutzen soll. Ja, das läuft aber nicht mehr in der 1.10 leider. Das ist dann ein bisschen doof, aber... Ich habe jetzt ein anderes, das ist nicht so. Habe ich mir eben gerade noch ganz spontan gedownloadet. Oh, das war jetzt aber gerade schnell, habe ich den Eindruck. Ja, ich habe auch immer mal wieder ein bisschen geerntet, also ich habe jetzt auch ein bisschen was. Und ich, also ist nicht viel, aber immerhin. Krasser Typ. Ja. Oh, meine Spitzhack geschrott gegangen. Aber, ach. So kommt jetzt Wasser überall hin? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ups. Ja, ich meine, soll ich dir nochmal meine geben? Hier, jo, kannst du machen. Dann brauche ich nämlich jetzt, obwohl, ja gut, kannst auch mitnehmen. Bau vielleicht noch ein bisschen, jetzt, damit wir nicht so in eine Richtung bauen, also noch die Reihe zu Ende jetzt. Ja, okay. Und dass wir dann irgendwie in die oder in die andere Richtung, also nach rechts oder nach links, noch einen extra Raum machen. Ich werde jetzt rausgehen und Erde holen. Wunderbar. Good luck, mate. Nicht an Viechern sterben. Creepers sterben, das wäre doof. Aber wie war denn nochmal der Befehl hier für Teamleben? Teamleben? Nee. Get Leben. Time. Ja, get time, was? Get Leben. Was? Nee. Deine aktuelle Wochenzeit liegt bei 99. Ach so, das heißt noch 99 Minuten sind gespielt. Bedeutet, ach, wir dürfen so jetzt noch 40 machen, okay. Och, dann ist ja alles gut. Ja. Ich habe mich auch eben schon übelst gewundert. So. Doch, was muss ich, wie lange muss ich denn hier noch spielen? Ja. Nehme ich eine Schaufel mit oder ich nehme mal zwei Schaufeln mit? Ja, nimm ruhig mit. Also, spar nicht an Erde. An Schoveln. Genau. Aber die Folge ist auch mal nicht zu Ende, ne? Gleich, ja, genau. Ja, aber dann bleibe ich jetzt und dann mache ich das dann nächste Folge. Lohnt sich jetzt hier nicht mehr hochzugehen noch. Also, einmal kurz Bestandaufnahme. Ich habe 13 Weizen. Hier kann ich auch noch ein bisschen was ernten. Das ist doch ganz nice. 13 Weizen. Da hätten wir jetzt einen schönen neuen großen Raum. Ja, läuft. Also ich würde sagen, die Folge war auf jeden Fall relativ effektiv. Ja. Ich mach mal hier, kann ich das noch aufsetzen, so. Zack. Und hier mache ich nochmal das rauf. So, habe ich auch mal ein bisschen mehr. Okay. Oh scheiße, war eine Murube. Ich mache jetzt mal hier so, das war im ersten Raum nur Murüben haben. Ja, das ist gut. Weil, dann haben wir das so ein bisschen übersichtlicher. So. Perfekt, perfekt. Auch hier, jetzt haben wir so den Punkt erreicht, dass man quasi immer mal irgendwo hinlaufen kann und man kann immer ein bisschen was ernten. Noch nicht viel, aber immer ein bisschen. So,
Perfekt. Ich habe jetzt noch 30. Hast du noch irgendwo Seeds? Weil ich habe jetzt noch 30 Seeds über, die pflanze jetzt mal eben ein und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Kein ein mehr. Okay, gut. Ja, dann pflanze ich die noch eben und dann würde ich sagen, können wir uns schon mal an die Abmoderation machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, wir sehen uns morgen zur nächsten Folge in alter Frische. Macht's gut. Ciao.